Im Zeitalter von SUV und Kombi ist eine Stufenhecklimousine grundsätzlich eine bedrohte Spezies. Schade eigentlich, denn elegant sind sie ja. Renault hat mit dem neuen Talisman sogar ein Zeichen gesetzt, rein optisch. Wir schauen in diesem Fahrbericht auch nur auf die Limousine. Es gibt ja inzwischen auch einen Kombi. Gut aussehen tut der Talisman, keine Frage. Und bei 4,85 Meter Länge ist auch reichlich Platz innen drin. Die Sitze sind bequem, haben sogar eine Massagefunktion. An manchen Stellen könnte die Einrichtung aber vielleicht ein bisschen hochwertiger sein. Die Konstruktion durchdachter. Ein Beispiel. Die Motorhaubenentriegelung liegt völlig ungeschützt im linken Fußbereich. Und obwohl der Kofferraum stattliche 608 Liter fasst, passen sperrige Gegenstände gar nicht hinein. Verkleidungen und Scharnieren sei Dank, beziehungsweise sind Schuld. Ein noch triftigerer Grund, die Finger vom Talisman zu lassen, ist das Fahrwerk. Dauernd hauen kurze Stöße ungehobelt durch. Auf langen Wellen wippt die Karosserie. Und selbst auf der Autobahn herrscht ständige Unruhe an Federn und Dämpfern. Die Abstimmung ist aus unserer Sicht weder sportlich noch komfortabel, sondern einfach nur misslungen. Schade eigentlich, denn der kraftvolle Dieselmotor bereitet weitgehend Freude. Einen Clou hält die Renault-Limousine aber noch bereit. Das Auto lenkt mit allen vier Rädern. Gewöhnungsbedürftig, aber mit der Zeit nicht schlecht. Gerade einparken gelingt wendiger als erwartet. Ein harmonisches Fahrwerk wäre uns allerdings doch lieber. Da muss Renault nachbessern, dann kann der Talisman seinen Weg machen.